Wenn du wissen möchtest, welche Lebensmittel dich lange sättigen, gut für deine Haut sind und dich lange und gesund leben lassen, dann bleib jetzt dran. Ich habe nämlich meine Top 10 an Lebensmitteln zusammengestellt, die unserem Körper so vieles geben. Und wenn du genau wissen möchtest, welche Lebensmittel das sind, dann bleib einfach dran. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch heute meine Top 10 an Lebensmitteln mitgebracht, die mittlerweile jeden Tag bei mir auf dem Teller liegen. Auf Platz 1 habe ich einen ganz besonderen Kandidaten platziert, der, sagen wir mal, dreimal die Woche auf dem Teller liegt. Und ich möchte euch einfach gern diese Lebensmittel vorstellen, weil ich gemerkt habe, dass es mir unglaublich gut tut, diese zu essen, um euch einmal auch ja, die Vitamine und Nährstoffe einmal näher zu bringen, um aufzuzeigen, was das eigentlich für tolle Lebensmittel sind, die wir da tagtäglich einfach griffbereit haben. Und ich muss sagen, ich fühle mich einfach super gut. Ich esse kaum noch verarbeitete Lebensmittel. Ich koche alles selbst. Ich weiß dann ganz genau, was drin ist. Meine Verdauung hat sich verändert. Ich habe viel bessere Haut bekommen. Ich fühle mich super. Ich kann viel besser ein- und durchschlafen. Ja, und das sind einfach so Dinge, die ich nicht mehr missen möchte. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt. Auf Platz 10 habe ich Zimt, der fast leer ist. Zimt kommt bei mir jeden Tag, jeden Morgen zum Einsatz, denn ich gebe das immer noch über mein Porridge und auch ins Porridge rein. Macht einen super Geschmack. Zimt kann euch übrigens auch super beim Abnehmen helfen, denn Zimt gilt als wärmendes Gewürz. Und das führt dazu, dass sich im Körper so eine gewisse Hitze einfach freisetzt. Und diese Wärmeproduktion im Körper verbraucht mehr Energie, also verbraucht ihr auch mehr Kalorien. Und gerade am Morgen ist Zimt genau richtig, denn es kurbelt den Stoffwechsel an und bringt euren Kreislauf so richtig in Schwung. Auf Platz 9 ein weiteres Gewürz, nämlich Knoblauch. Ich habe hier noch zwei süße kleine Knoblauchzehen. Gerade in der Erkältungszeit ist Knoblauch wirklich ein Wundermittel, denn Knoblauch stärkt euer Immunsystem, wirkt sich gesund auf eure Blutfette aus und kann Herzerkrankungen vorbeugen. Knoblauch stärkt durch Vitamin B6, Vitamin C, Zink und Mangan die Knochenbildung. Außerdem sorgt Knoblauch für eine bessere Durchblutung und wirkt sich somit positiv auf unsere Leistungsfähigkeit aus. Auf Platz 8 habe ich die Datteln gesetzt. Datteln sind aufgrund ihrer natürlichen Süße ein super Ersatz für Zucker und ein toller Energielieferant. Aufgrund ihrer natürlichen Süße sind Datteln keine Dickmacher. Ich gebe Datteln super gerne zum Süßen in Smoothies rein oder auch wenn ich backe und jetzt zum Beispiel einen Keksteig habe, der die trockenen Zutaten einfach ein bisschen mehr oder besser binden soll, dann finde ich Datteln auch super und ihr habt auch gleichzeitig, wie gesagt, diese Süße von den Datteln dabei. Außerdem sind Datteln reich an Ballaststoffen, also die halten euch auch lange satt. Und Ballaststoffe haben auch eine positive Auswirkung auf unseren Magen-Darm-Trakt. So, dann kommen wir mal zu etwas ganz Regionalem. Auf Platz 7, der Apfel. Der Apfel, der in so einigen Küchen zu Hause rumliegt und der manchmal vielleicht gar nicht so die Aufmerksamkeit bekommt, die ihm eigentlich zustehen würde. Der Apfel ist sehr regional überall zu bekommen, sehr günstig, reich an Antioxidantien und Ballaststoffen. Es ist sogar bewiesen, dass regelmäßiges Essen von Äpfeln das Demenzrisiko senkt. Ich würde da jetzt so richtig gerne reinbeißen, aber ich habe heute Fastentag. Und eine Studie von Wissenschaftlern der University of Oxford hat gezeigt, dass ein Apfel pro Tag genauso wirksam Herzinfarkt und Schlaganfälle genauso vorbeugen konnte wie cholesterinsenkende Medikamente. Also, an apple a day keeps the doctor away. Auf Platz 6 habe ich den günstigen und regionalen Bruder der Chiasamen gesetzt, nämlich die Leinsamen. Leinsamen sind eine der gesündesten Fettquellen und wie gesagt nochmal günstiger als Chiasamen. Ihr müsst also gar nicht zu Chiasamen greifen, wenn ihr zum Beispiel auch die guten Omega-3-Fettsäuren haben möchtet, denn Leinsamen beinhalten sogar noch ein bisschen mehr Omega-3-Fettsäuren. Regelmäßiger Verzehr von Leinsamen unterstützt die Verdauung und verringert das Risiko für Diabetes, Herzinfarkt und Schlaganfall.
Ähnlich wie Sojabohnen haben auch Leinsamen eine antioxidantische Wirkung und können somit sogar vor einigen Krebsarten schützen. Bereits ein Esslöffel angeschroteten Leinsamen reichen aus, um von den vielen positiven Effekten der Leinsamen zu profitieren. Leinsamen kommen bei mir täglich zum Einsatz, die mache ich nämlich immer gerne in meinen Porridge morgens rein. So bin ich schon morgens gut gestärkt und habe meine erste Portion an Omega-3-Fettsäuren zu mir genommen. Und was ist die Grundlage vom Porridge? Natürlich mein Platz 5, die Haferflocken. Haferflocken sind nicht sehr kalorienarm, können dir aber trotzdem helfen, Gewicht zu reduzieren. Denn Haferflocken halten den Blutzuckerspiegel aufgrund der langkettigen Kohlenhydrate konstant auf einem hohen Niveau. Im Gegensatz zum Beispiel zu Weißmehl. Du bist also langfristig mit Energie versorgt und auch länger satt. Neben Proteine und Ballaststoffe haben Haferflocken auch viele Vitamine und Mineralstoffe. Auf Platz 4 habe ich Nüsse gesetzt. Genauer gesagt Walnüsse. Jetzt ist diese Verpackung so gut wie leer, weil ich jeden Tag eine Handvoll Nüsse esse. Wir schauen mal, ob noch Walnüsse drin sind. Nicht mehr so wirklich. Ich versuche hier mal das größte Stück auszusuchen. Ich habe was gefunden, aber ich gehe auch davon aus, dass ihr Walnüsse schon mal gesehen habt. Ich habe hier noch ein ganz kleines Stück ergattern können. Und wie gerne ich das jetzt einfach essen würde, unglaublich. Ich darf keine Videos mehr mit Lebensmitteln an meinen Fastentagen drehen. Das geht nicht gut. Walnüsse bieten euch wieder super gesunde Fette und vor allen Dingen die beliebten Omega-3-Fettsäuren. Und durch die hervorragende Quelle an gesunden Fetten und Ballaststoffen sind Walnüsse auch wieder richtige Sattmacher. Walnüsse enthalten viele Vitamine und Mineralstoffe wie Kupfer, Phosphor, Folsäure und Vitamin E. Vitamin E wird besonders benötigt, um unser Immunsystem zu stärken, freie Radikale zu bekämpfen und verstopften Arterien entgegenzuwirken. So, kommen wir zu meinem persönlichen Gewinnertreppchen. Und aufs erste Treppchen auf Platz 3 haben es bei mir die Bananen geschafft. Die Bananen mit Katzenhaaren am Etikett. Auf Platz 3 sind sie vor allen Dingen für mich, weil sie unglaublich gut sättigen und gerade für unterwegs super geeignet sind. Wenn man in Versuchung gerät, vielleicht den einen oder anderen Schokoriegel zu essen, dann doch lieber zur Banane greifen. Bananen enthalten viele Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und Antioxidantien, die zusammen natürlich alle super für unseren Körper sind. Natürlich sind Bananen sehr kohlenhydratreich, aber dafür so gut wie fettfrei. Bananen regulieren außerdem euren Blutzuckerspiegel und dadurch wird euer Appetit wieder gezügelt. Auf Platz 2 hat es eine echte Vitamin-C-Bombe geschafft, nämlich die kleinen süßen Heidelbeeren. Wir alle wissen, Früchte sind super gesund, aber gerade die Beeren sollten dabei ganz vorne im Fokus sein und ich habe mich jetzt hier für die Heidelbeere entschieden, die ich zusammen mit den Himbeeren auch jeden Morgen in meinem Porridge esse. Heidelbeeren wirken der Hautalterung entgegen und der hohe Vitamin-C-Gehalt pusht zusätzlich unsere Kollagenbildung der Haut. Wenn es darum geht, unser Gehirn und unser Herz-Kreislauf-System zu schützen, dann sind Heidelbeeren aufgrund ihrer hohen Nährstoffdichte die allerbeste Beerensorte dafür. Studien konnten außerdem zeigen, dass regelmäßiger Verzehr von Heidelbeeren bei übergewichtigen Menschen den Blutdruck senkt. Bevor wir jetzt zur Nummer 1 kommen, möchte ich, dass ihr das Video einmal pausiert und unten in die Kommentare schreibt, was ihr vermutet, was meine Nummer 1 sein könnte. Habt ihr es alle fleißig gemacht? Super, dann geht's jetzt weiter und wir gucken mal, ob ihr recht hattet. Ich halte diese kleine Vitaminbombe hier gerade noch in der Hand und zwar wie ein kleiner Blumenstrauß. Das könnte jetzt auch noch ein Tipp sein, denn mein Platz 1 ist der Brokkoli. Na, wer hat's vermutet? Brokkoli gehört aufgrund seines hohen Nährstoffgehalts und der guten Antioxidantien zu dem gesündesten Gemüse der Welt. Regelmäßiger Verzehr von Brokkoli kann vor Krebs schützen und Entzündungen bekämpfen. Seitdem ich regelmäßig diese ganzen Lebensmittel zu mir nehme, aber auch vor allen Dingen Brokkoli, habe ich gemerkt, dass meine Haut sowas von gut wird. Wie ich ja schon am Anfang des Videos sagte, kommt Platz 1 bei mir nicht
jeden Tag auf den Teller. Jetzt wisst ihr auch warum. Also ich liebe Brokkoli, aber ich könnte ihn jetzt auch nicht jeden Tag essen. Deswegen kommt er so mindestens 2 bis 3 Mal die Woche auf den Tisch. Mache ich mir ganz gerne als Gemüsepfanne oder koche ich mal kurz im Salzwasser auf. Den kann man dann auch einfach pur essen, ohne dass man da irgendeine Soße dran machen muss. Als Kind, muss ich sagen, habe ich Brokkoli nie angerührt, aber Geschmäcker verändern sich ja zum Glück. Ich glaube, so im Schnitt alle 7 bis 10 Jahre verändert sich ein Geschmack des Menschen. Und dann mag man auf einmal Dinge essen und probieren, vor denen man früher weggelaufen wäre. Also Brokkoli ist reich an Antioxidantien und sekundären Pflanzenstoffen, die wirklich sich nur positiv auf unseren Körper auswirken können. In Brokkoli sind zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe. 45 Gramm Brokkoli decken bereits 70% des Bedarfs an Vitamin C, Vitamin K, Folsäure, Kalium und anderen Mineralstoffen. Nur 45 Gramm, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist wirklich gar nicht viel, denn dieser Brokkolikopf, sage ich jetzt mal, der hat hier schon 500 Gramm. Natürlich wiegt der Stängel auch etwas, aber den kann man auch großzügig abschälen und auch noch essen. Der muss nicht weggeschmissen werden. Vitamin K wird zum Beispiel vom Körper benötigt für gesunde Knochen und eine gesunde Blutgerinnung. Wundert euch bitte nicht, warum die Kamera gerade nicht genauso eingestellt war wie vorher vielleicht. Mir ist gerade der Akku flöten gegangen, musste gerade für 10 Minuten noch schnell den Akku aufladen. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, Brokkoli hat auch ganz viel Folsäure und Folsäure ist unerlässlich für die normale Funktion unserer Zellen. Um nochmal genauer auf Kalium einzugehen. Kalium ist im Körper der Gegenspieler vom Natrium und wird zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks benötigt. So, meine Lieben, das waren meine Lebensmittel, die ich mittlerweile, wie gesagt, täglich zu mir nehme, bis auf den Brokkoli, der kommt 2-3 Mal die Woche. Ich merke einfach, wie unglaublich gut mir das tut, diese gesunde, clean Ernährung. Ich esse fast keine verarbeiteten Lebensmittel mehr und es tut mir und meiner Haut, meinem ganzen Körper einfach richtig gut. Vielleicht nimmt der ein oder andere ja noch etwas mit aus diesem Video, darüber würde ich mich sehr freuen. Und bitte abonniert doch auch meinen Kanal. Ich feiere es wirklich, wie wir Tag für Tag immer weiter wachsen. Und ja, nur mal kurz so zur Info, also ich werde auf jeden Fall ein 500 Abonnenten-Special machen und ich weiß auch schon ganz genau, was ich dann verlosen werde. Also, wenn ihr das auch wissen möchtet, wenn ihr Teil dieses Gewinnspiels werden möchtet, dann bitte, bitte abonniert meinen Kanal und ich würde sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!